Guten Morgen! Im Rahmen der Recherche für ein Video zum Thema Probiotika und Präbiotika bin ich auf einen Stoff aufmerksam geworden, den ich euch nicht vorenthalten wollte und der zunehmend als sogenanntes Functional Food oder deutsch ausgedrückt als funktionales Lebensmittel immer mehr verarbeiteten Produkten hinzugefügt wird, um quasi ja, wieder deren Wert zu erhöhen. An dieser Stelle sei noch einmal auf die, ja, auf die Skurrilität hingewiesen, dass man natürliche Produkte in teilweise hohem Maße weiterverarbeitet, diese dann ihren natürlichen Funktionen, ihren Vitaminen, ihren Mineralstoffen teilweise oder ganz beraubt und dann anstatt ja, die Produkte quasi weniger zu verarbeiten, einfach einen weiteren Verarbeitungsschritt hinzufügt, um dann Dinge, die man quasi versimst hat, ja, dann irgendwie wieder hinzuzufügen. Da sieht man mal wieder, wie vollkommen unbewusst und irrational der Mensch handelt. Ja, anstatt im Endeffekt das große Ganze zu überdenken, wird es immer weiter verkompliziert und unnatürlicher gestaltet. Aber immer mit dem Wunsch nach bestmöglichster Natürlichkeit. Es ist ja schon, ja, man könnte eigentlich, man kann darüber lachen, man darf darüber lachen, man muss darüber lachen. Dazu kommt, dass es überhaupt nicht wahrscheinlich ist, dass der Mensch die natürliche Funktion eines von der Natur designten Lebensmittels einfach so nachahmen kann, ne? Nur weil er seine Strukturformel vielleicht kennt. Ja, aber insbesondere die Strukturen innerhalb der Wirtschaft prägen den Menschen und auch das Menschenbild. Und der Mensch, der lässt sich wunderbar manipulieren und er kauft weiter verarbeitete Lebensmittel wie Brot, Burger und Nudeln, weil er darauf konditioniert ist, anstatt kreativ zu werden und die Dinger frisch zu konsumieren oder von mir aus auch selber herzustellen. Man kann ja auch selber einen Burger machen oder so. Ja, und vor allem auch seinen geschmacklichen Konditionieren sich zu stellen und wieder einen klaren Geist zu gewinnen, denn er geht immer ein dem. Aber wir hatten das Video schon letztens. Also im Rahmen der Recherche bin ich dann auf den Neo-Sugar, wortwörtlich wahrscheinlich den neuen Zucker gestoßen. Hier handelt es sich um ein Präbiotika, also unverdauliche Nahrungsbestandteile, die durch selektive Stimulation des Wachstums erwünschter Bakterien im Darm einen positiven Effekt auf die Darmgesundheit haben. Oder haben sollen. Nicht alle Effekte sind bewiesen. Im Gegensatz zu Probiotika, die dem Darm Mikroorganismen exogen, also von außen zugeführt werden, haben Präbiotika das Ziel, das Wachstum von Mikroorganismen zu fördern, die bereits sozusagen schon im Darm vorhanden sind. Und eines der Präbiotika ist der Neosugar, der die Größe von 2 bis 4 Monomeren hat. Monomere sind reaktionsfreudige Moleküle. Gewonnen wird der Neosugar durch Transfructosylierung, genau, von Saccharose. Was Saccharose ist, solltet ihr bereits, wenn ihr mein Video zum Thema Zucker gesehen habt, schon wissen. Den Link findet ihr oben in den Infokarten. Der Neosugar ist also ein Oligosaccharid bzw. wird als Fructooligosaccharid bezeichnet und ist quasi schon von dem sehr sehr stark verarbeiteten Haushaltszucker noch ein weiterverarbeitetes Produkt. Und dann ist es eben wirklich einfach vom Körper überhaupt nicht mehr zu verarbeiten und hat aber dann eben dieselben positiven Wirkungen wie Ballaststoffe. Aber er besitzt eben auch noch die wahrgenommene Süße vom Zucker. Und ist natürlich nur auf dem Diätmarkt der absolute Renner, weil er eben süß ist, keine Kalorien hat und als Präbiotika bzw. Ballaststoff die Fettausscheidung erhöht. Ja, so sind in entsprechenden Studien, die ich unten verlinke, die Triglyceridwerte im Kot eben erhöht und damit von den Werten her ist der Neosugar ein absoluter Hauptgewinn, wenn es um ein ja, lecker wahrgenommenes Lebensmittel, was letztlich ja, wirklich nichts weiter als ein Ballaststoff ist und ja, zudem noch von den verdauungsfördernden Enzymen eben nicht hydrolysiert wird und entsprechend ja, eben nicht zur Energiegewinnung im Körper nutzbar gemacht werden kann. Auch diesen Zusammenhang habe ich alles in die Studien oder habe nicht ich in die Studien gepackt, sondern ich habe die Studien unten in die Infobox verpackt und da könnt ihr das nochmal konkret nachlesen. Ja, durch die Aufnahme von Präbiotika im Allgemeinen und eben auch dem Neosugar, da wird weiterhin die Anzahl der Bifidobakterien, die normalerweise 10% der Darmbakterien ausmachen, auf bis zu 20% gesteigert. Die Bifidobakterien gelten als unglaublich gesund und helfen den pH-Wert im Darm zu senken. Also das passiert, indem sie Glucose zu Milchsäure, glaube ich, fermentieren. Nun kennen wir alle das böse Wort der Übersäuerung und pH-Wert senken, ist das gesund?
Auch im Darm ist es sogar durchaus sinnvoll, wenn ein saures Milieu vorherrscht. Denn da fühlen sich Salmonellen, Fäulnisbakterien oder Kolibakterien überhaupt nicht wohl und siedeln sich in so einem Darm gar nicht erst an. Auch wird das durch die Bifidobakterien generierte Toxin Bifidin das Wachstum und auch die Vermehrung der, der gesundheitsschädigenden Darmbakterien wie beispielsweise die Listerien oder auch die Clostridien verhindert. Und die Liste ließ sich dann noch beliebig verlängern, aber ich will euch nicht langweilen. Aber nur dass ihr mal das alles gehört habt. Die Bifidobakterien sind auch bei Reizdarmsyndrom und auch bei Scheideninfektionen und generell auch zur Stärkung des Immunsystems wichtig. Man erkennt ja schon, dass der Neo-Sugar ein richtiges Potenzial hat, zumindest rein von den Studien und den Faktoren, die mit unserem Denken beschrieben werden können. Aber geht mal wirklich tief in euer Gefühl und entscheidet mal ohne nachzudenken, ob das wirklich so toll sein kann, den nochmalig verarbeiteten Haushaltszucker eurem Körper zuzuführen. Also ich habe da kein gutes Gefühl. Aber das bedeutet nicht, dass ich diesen Neo-Sugar nicht auch mal ausprobieren würde. Weil nichts geht über die Empirie, also den Erkenntnisgewinn durch Erfahrung und nicht durch die bloße Theorie. Man muss die Sachen erfahren und man darf es alles nicht so ernst nehmen. Mein Leben ist dafür da, um Erfahrungen zu machen und Experimente auch an mir durchzuführen und um auch das menschliche Bewusstsein, was ich eben nur für die Dauer eines Menschenlebens habe, auch irgendwie zu füttern und alles mitnehmen, was das Hirn irgendwie verarbeiten kann. Aber wie gesagt, man darf es nicht zu ernst nehmen. Leider gibt es den Neo-Sugar noch nicht frei verkäuflich, sondern er wird zurzeit nur von der Industrie verwendet. In Amerika ist bereits auch die sehr bekannte Biofirma Horizon oder Horizon deutsch geschrieben in das Neo-Sugar-Business eingestiegen und stattet ihre Joghurts mit diesem Neo-Sugar aus. Und wenn eine Organic Company das Zeug verwendet, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass das Zeug auch in Deutschland irgendwann mal verfügbar ist. Denn in Deutschland gibt es das Produkt auch verarbeitet meines Wissens noch nicht. Ich habe euch alle Studien und Links zu dem Thema eben unten in die Infobox gepackt, weil das Thema relativ neuartig ist. Wer sich da reinlesen will, der kann das dort tun. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen mal wieder kleine Rohkostpizzateige ausprobiert und bin immer noch auf der Suche nach einer richtig geilen Low-Fat-Pizza, die auch wirklich richtig gut schmeckt. Ich habe die bekanntesten Rezepte von den größten Blogs im Internet ausprobiert, aber richtig zufriedenstellend war bisher keine. Klar, solche Rezepte wie von Attila Hildmann, die schmecken bestimmt, aber die sind halt absolut nicht low-fat und ich will eine Pizza nicht wirklich viel Fett drin haben. Bisschen auf jeden Fall, aber wirklich nicht viel. Vielleicht Samen und Nüsse, aber definitiv kein Öl und sonst was. Also High Carb und Rohkost soll es da diesbezüglich schon sein. Ich werde auch meine Erfahrungen, die ich jetzt sozusagen gemacht habe innerhalb der letzten Tage mit den Rohkostpizzen, auch nutzen, um eben dann auch wahrscheinlich ein eigenes Rezept zu kreieren und ein bisschen auszuprobieren. Was dann dementsprechend auch meine Ansprüche genügt und euch das dann natürlich auch mitteilen. Belag und Soße wären relativ unproblematisch, aber der Teig ist entscheidend. Ich erinnere nur an Pizza Luigi, für alle Nicht-Rohköstler die beste Pizza der Welt, Pizza Luigi oben in den Infokanten. So, jetzt könnt ihr also mitreden, wenn es um das Thema Neo-Sugar geht, weil in Deutschland scheint das Thema derzeit noch komplett unbekannt zu sein. Zumindest habe ich in meinen Recherchen keine deutsche Webseite gefunden, die sich mit diesem Thema wirklich in irgendeiner Weise intensiv auseinandersetzt. Weiterhin habe ich euch ja im Video am Freitag gesagt, dass ich mich schwer tue mit den hohen Coachingpreisen, die ich in meiner Vergangenheit immer angesetzt habe und deshalb das private Coaching auch seit so ca. 1-2 Monaten eigentlich komplett von meiner Webseite genommen. Weil das einfach nicht zu meinem derzeitigen Mindset und meiner wirklich moralischen Neuausrichtung passt, welche vor allem auf Nächstenliebe, Respekt und Zufriedenheit basiert und ich habe mich damit nicht zufrieden gefühlt. Gerade auch weil ich auch sehr konsequent sein möchte und das auch in aller Barbarie durchziehen will. Aber in einem Gespräch mit der Hanna von dem Kanal Vegan Mom's Kitchen, mit der ich auch den Song da aufgenommen habe, den ich euch hier verlinke, da hat sie mich auf eine interessante Idee gebracht. Und das war so interessant, dass ich da einfach mal
drüber nachgedacht habe. Also nicht jeder Mensch hat das gleiche Geld zur Verfügung. So, genau wie ich nicht jedem Mensch gleich viel helfen kann und nach vorne bringen kann. Entsprechend ja, fühlt sich auch so ein festes Preissystem einfach komplett falsch an. Und das ist das, was ich spüre. Ne? Also so habe ich es mir sozusagen bewusst gemacht. Zumal kann aus einer ethisch gerechten Sichtweise nur der Hilfesuchende anhand seiner finanziellen Situation und der für ihn geleisteten Hilfe wirklich genau bestimmen, was ein gerechter Preis ist. Denn der Hilfesuchende ist der entscheidende Punkt. Da er die Not hat und dort ein Problem vorliegt und nicht derjenige, der Hilfe gibt und kein akutes Bedürfnis hat. Entsprechend habe ich mein Coaching-System komplett neu gestaltet. Nach dem Gespräch überweist mir derjenige einfach den Betrag, der ausgehend von seiner Situation nach dem Gespräch als angemessen und dabei noch einmal ganz deutlich wirklich von ihm persönlich als angemessen betrachtet wird. Löst Euch dabei von Konditionierung, denkt nicht in einem Schema, was andere nehmen oder was ein objektiv gerechter Preis wäre, das würde das ganze System torpedieren. So einen Preis gibt es aufgrund der Komplexität solcher Gespräche und auch der Individualität überhaupt nicht, sondern geht in Euch. Fühlt Euch und bezahlt exakt das, wo ihr Euch gut fühlt. Und das ist auch exakt das, was ich möchte. Und das müsst ihr Euch überlegen. Ich habe keine Erwartung, zumindest ist es mein Anspruch, an dem auch ich arbeiten werde, da das System auch für mich neu ist. Zusätzlich zur hoffentlich geleisteten Hilfestellung wird auch dieser Prozess der individuellen Preisermittlung auch für Euch eine wichtige Erfahrung sein. Gerade wenn es darum geht, sich selbst und seinen Weg zu finden, auf seine Intuition zu hören, sich selbst reinzuhören und sich von den Ketten der Unbewusstheit zu befreien. In so einem System der Freiwilligkeit und Nächstenliebe ist man viel offener und bewusster und dadurch öffnen sich auch wieder andere Menschen in der eigenen Umgebung und das wächst dann zu einem exponentiellen Effekt der Liebe. Und ja, und entsprechend habe ich dann trotz individuelle Beratung, die mir manchmal so ein bisschen als zu wenig vorkommt, ich könnte doch viel mehr leisten, so dass ich meine Lebenszeit nicht optimal für meine Ideale einsetze, trotzdem das Gefühl, dass diese dann doch wieder größere Kreise zieht aufgrund dieser exponentiellen Wachstumseffekte. Ihr könnt das alles auch nochmal auf meiner Homepage nachlesen, ja, die ich irgendwo verlinkt habe. Ich bin gespannt, wie das neue System ankommt und was es in mir auch auslöst. Weiterhin stehe ich auch natürlich immer Donnerstag ab 20 Uhr jede Woche im Rahmen des Live Talks zur Verfügung. Aber der ein oder andere möchte halt vielleicht doch einfach mal lieber privat mit mir reden. Ihr könnt natürlich auch im Live Talk anonym anrufen. Ne? Aber naja, also sagt mir Eure Meinung zum Neo-Sugar oder und oder zum System der freiwilligen Bezahlung. Nicht nur in meinem Fall, sondern auch generell betrachtet. Wie findet ihr die Idee? Ich finde die total faszinierend. Ich habe die Idee schon im Hinterkopf gehabt, aber die Hanna hat mich einfach nochmal gebracht. Würde mich interessieren, oder kennt ihr das System schon aus der Praxis, aus anderen Zusammenhängen und habt ihr Erfahrung damit? Also sagt mir Bescheid. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen, wissbegierigen, ereignisreichen und von Erfahrungen geprägten Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.